die sozialen Persönlichkeitsstörungen, das ist das hier. Und ich bin angekommen in Führungskraft und Antisozialität, dem Kapitel 4. Das ist meiner Meinung nach bisher das schlechteste Kapitel in dem Solala-Buch. Das ist geschrieben worden von Gerhard Dammann und der Abschnitt 4.10 heißt Prävention und therapeutische Maßnahmen und damit endet der erste Teil und der erste Teil heißt tada, Geschichte und Epidemiologie. Danach kommt der Teil 2 Grundlagen. So. Prävention und therapeutische Maßnahmen. In den letzten Jahren kam es in der Wirtschaft zu einer vermehrten Entwicklung von Präventionsmaßnahmen, die mit den Stichworten Betrug, Risikobeurteilung, Compliance, Corporate Governance charakterisiert werden sollen. Ein Teil der Vergehen könnte schlicht durch bessere Kontrolle verhindert werden, wie Interviews mit verurteilten Wirtschaftskriminellen zeigen. Ein Großteil der kriminellen Handlungen dient der persönlichen Bereicherung. Ein kleinerer Teil soll dem Unternehmen selbst direkt dienen. Im Idealfall sollten Mitarbeiter auf Kollegen und auch sogar auf Vorgesetzte zugehen können, bei denen Probleme augenfällig werden, da auch das emotionale Management in einer modernen Firma dazugehört. Keats de Vries hält emotionale Intelligenz für die vielleicht wichtigste Eigenschaft von Führenden überhaupt, sowie die Fähigkeit zu handeln und zu reflektieren. Inzwischen gibt es eine Reihe von Studien, die das Angstdefizit in der Konditionierung von Personen mit höherem Psychopathie-Score aufgezeigt haben. Hier werden auch Quellen genannt, die sind alle 2005, 2013, 2010. Hier könnte auch in Zukunft eine Interventionsmöglichkeit liegen, zumindest für die kriminelle Population, indem etwa durch Biofeedback Angst trainiert werden würde. Zu gut Deutsch, man zeigt demjenigen eine Maus und dann kriegt er einen Stromschlag. Das ist das Biofeedback und dann hat er hinterher Angst vor Mäusen. Die Arbeitsgruppe für Verhaltensneurobiologie um Niels Birbaumer in Tübingen geht davon aus, dass möglicherweise auch Personen mit psychopathischen Zügen trotz vorhandener Defizite in der affektiven und mentalisierungsbasierten Regulation dies durch Neurofeedback im Sinne eines Selbstregulierungstrainings des Gehirns trainieren können. Die Defizite, die mit Angstkonditionierung in Verbindung gebracht werden können, werden im medialen Präfrontalkortex, der eng mit subkortikalen Modulen des limbischen Systems, zum Beispiel der Amygdala, verbunden ist, vermutet. Und spätestens hier fängt Geschichten erzählen an und zeigen sich weiter auch in der Psychophysiologie. Ich glaube, der Typ hat da schon mal Gehirnwindungen gezählt. Neben der Kontrolle von impulsiven und risikobehaftetem Verhalten hängt es um eine Art von neben der Kontrolle von impulsiven und risikobehaftetem Verhalten könnte es sich um eine Art Erlernen von Angst gehen. So wird wie Psychotherapie Ängstlichkeit bzw. Angst reduziert, sowie durch Psychotherapie Ängstlichkeit bzw. Angst reduziert werden kann, kann umgekehrt vermutlich durch Neurofeedback auch Ängstlichkeit erlernt bzw. trainiert werden. Möglicherweise können Gruppentherapie, in der sich die Probleme besonders deutlich zeigen und die Personen sich weniger gut täuschen und verstellen können, für diese Gruppe besonders effektiv sein. Grundsätzlich erscheint eine Prävention antisozialer Persönlichkeitsentwicklung möglich zu sein, wenn sie sehr früh einsetzt, wie im Mauritius Child Health Project.
gezeigt werden konnte. Manchmal sind es erst schwerwiegende Lebensereignisse, in Klammern Trennungen im privaten Bereich, berufliches Scheitern, die diese Personen für psychotherapeutische Angebote empfänglich werden lassen. Uiuiuiui. Wie gesagt, ich halte das für das schlechteste Kapitel. Gerhard Dammann wird bestimmt nicht mehr besser vor uns. Schließlich geht es aus Sicht der Unternehmen zunächst darum, möglichst die Einstellung antisozialer Persönlichkeiten zu vermeiden. Die wirkungsvollste Waffe ist aber eine Kultur von Offenheit und Vertrauen, insbesondere wenn ein Unternehmen vor intensiven Veränderungsprozessen steht. Ein Chef ist ein Händler der Hoffnung, soll Napoleon gesagt haben. Politischer und wirtschaftlicher Führungserfolg hängen neben günstigen Rahmenmöglichkeiten oder Bedingungen, sich zu bewähren, von folgenden Faktoren ab, die mit Persönlichkeitseigenschaften zu tun haben. Hohes energetisches Aktivitätsniveau, Ehrgeiz, Charisma, Intelligenz, optimistische Widerstandsfähigkeit, in Klammern Resilience und Flexibilität. Resilience, genau das. Während Personen mit antisozialen Persönlichkeitsstrukturen in der Wirtschaft eher selten vorkommen, weil sie zum Beispiel die Unfähigkeit, Ziele zu verfolgen für eine Karriere, eher nachteilig erscheint, finden sich überdurchschnittlich viele Personen mit narzisstischen Zügen unter den Führungskräften. Unter Personen, die sich durch Wirtschaftskriminalität hervortun, sind nicht alle persönlichkeitsgestört, aber vermutlich zeigt eine größere Gruppe narzisstische Persönlichkeitszüge, antisoziale Züge und unter Umständen Psychopathie. Obwohl diese Zusammenhänge in den letzten Jahren viel Beachtung gefunden haben, sind sie empirisch noch wenig erforscht. So. Das war's mit dem ersten Teil. Weiter geht's mit dem Teil 2 Grundlagen. Und der beginnt mit Genetik und ist geschrieben worden von Sven Torgersen. Da geht es auch wieder um Zwillings- und Adoptionsstudien. Zwillings- und Adoptionsstudien und Antisozialität. Die Wirkung verschiedener Umweltfaktoren, ist ein bisschen länger das Kapitel. Das ist relativ lang, Verhaltensgenetik und es endet mit einem Fazit. So, ich habe auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Das dauert, bis ich da weiterlese. Tschüss.